So, Herr, ach verdammt, das Mikro steht zu weit weg. Kleinen Moment. So, herzlich willkommen, liebe FIFA-Freunde, zu einem neuen Karrieremodus-Part. Und zwar, ja, kommt jetzt ein blödes Testspiel mit der Elfenbeinküste. Dieses werde ich aber simulieren, genauso wie das andere ebenfalls auch. Dann haben wir hier ein bisschen mehr Ruhe. Ich werde den ganzen Kram auch jetzt mal kurz vorspulen. So, das ist doch schon mal ein bisschen netter. Und nun geht das doch, denke ich mal, los gegen Nürnberg. Das ist unser Gegner und dementsprechend hoffe ich, dass wir hier wieder mit einem Sieg hinausgehen, um dann die bestmögliche Motivation zu erlangen, um in der Champions League ein sehr, sehr schönes Ergebnis hinzulegen, um die Gruppenphase zu gewinnen, vielleicht sogar als Erster aus der Gruppenphase zu gehen. Dazu müsste ich mir aber erstmal irgendwann unsere Champions League Gruppe angucken. Das wäre natürlich auch noch relativ interessant. Kann ja sein, dass wir so eine Mega-Gruppe haben mit Chelsea, schieß mich tot. Oder eben eine relativ, ja, mäßige Lappengruppe, wo man halt sagen kann, hey, pass auf, hier kann man sich wirklich als Ziel setzen, als Erster rauszugehen. Naja, ich bin gespannt. Belassen wir es dabei doch einfach erstmal und konzentrieren uns jetzt aufs Bundesligaspiel, denn die Zukunft hat nichts mit dem Hier und Jetzt zu tun. Ball geht auf Pinola. Wieder ganz hoch auf Gepard und nun Coyate. Auf Van der Vaart. Lukaku, der ja für den verletzten Son sein Bestes geben muss. Son ist ja 4 Wochen verletzt. Wir ziehen nach innen mit Jesse. Jesse aber verliert leider im letzten Zweikampf den Ball. Sehr, 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 sehr schade. Wieder Pinola. Was macht er? Wird er den Ball nach oben spielen? Nee. Gut, er wartet ein bisschen und verliert den Ball im Zweikampf mit Lukaku. Sehr, sehr schön. So, Ball geht ganz runter auf Kamawaka, irgendwie so, und das war fast sogar eine Foul-Situation. Harter Tobak, naja egal, aber René Adler stand zur Stelle, Esswein, Dulo Feu auf Esswein, ganz hoch auf Lukaku, Lukaku zieht am ersten vorbei, läuft und schießt, aber der Torwart pariert. Sehr, 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 sehr gut gehalten. Gar keine Frage, aber erstmal auch sehr, sehr gut durchgesetzt von, ach, Lukaku. Nächste Chance. Wir drücken. Die Spieler haben Lust und die wollen was erzielen. Und das ist mehr oder weniger einfach Gold wert. Da muss man jetzt nur diese Leistung halt über das ganze Spiel tragen. Und dann könnte es hier auch mal früher oder später zum Führungstreffer reichen. Aber das muss man dann sehen. Wieder Pinola am Ball. Ja, sehr, sehr statisch, habe ich das Gefühl, was Nürnberg hier so abliefert. Die lange Flanke kommt rein, aber das ist gar kein Problem für Ogbonna. Hat er gewusst. Nehme ich ihn natürlich in Schutz. Gar keine Frage. Wieder Ogbonna auf Jesse. Van der Vaart. Dulo Feu. Lukaku. Lukaku zieht runter auf Esswein. Esswein kommt. Esswein schießt 1:0 in der 22. Minute. Sehr schön. Alexander Esswein. Und das war einfach nur geil. Lukaku mit einer sehr, sehr schönen Vorlage. Also der Typ ist einfach ein Ersatz für Son. Nicht nur ein Ersatz, er kann ihn 1:1 ersetzen. Also, ne? Oder nee, nicht nur ein Auswechselspieler für Son, sondern sogar ein richtiger Ersatz, sagen wir es mal so. Die beiden nehmen sich nichts. Und ich hoffe, dass Lukaku sich einfach super geil entwickeln wird in der Saison. Und wir dementsprechend am Ende des Jahres mit einem richtig, richtig geilen Typen einen neuen Spieler bei uns willkommen heißen können. Denn wir haben auch die Vertragsoption offen gehalten, dass wir ihn ja danach kaufen können von Chelsea. Und Chelsea hat ja mehr oder weniger den Angebot für 10 Millionen zugesagt. Und ich denke mal, wenn er sich richtig entwickelt, oh, haben wir nur mal Glück gehabt. Ich konnte jetzt nicht gerade sehen, wer den Schuss getätigt hat. Tut mir leid. Da habe ich nicht so ganz auf die Namen geachtet. Wobei, wahrscheinlich würde ich bei einem Viertel der Spieler eh wieder abkacken, die bei Nürnberg spielen. Da ich einfach, es sagen ja mal viele, ich soll mir einfach mal, ja, am Wochenende, dann am Abend, ne, wenn die Bundesliga vorbei ist, die Zusammenfassung angucken und so ein Kram. Also ganz ehrlich, es gibt Moderatoren, die sprechen die Namen selbst aus wie den größten, weiß ich auch nicht, wie einfach so richtig blöd.
wo man sich halt denkt, ganz ehrlich, da muss das doch wohl hinkriegen. Der hat, ne, hier Sportwissenschaften oder sonst irgendetwas ja studiert. Aber ich meine, mein Gott, ich weiß nicht so ganz, was, wo beim Namen aussprechen das Problem liegt. Es gibt auch einfach hundertprozentig Leute unter euch, die auch eine eigene Vorstellung vom Namen haben oder Unternamen haben. 2:0 S-Wein, geiles Ding. Schön mit dem Übersteiger dann nach innen gezogen. 36. Minute, S-Wein, der Typ ist so, boah, das gibt's doch gar nicht. Was für ein Biest, 2:0 sind wir jetzt in Führung. Hier sieht man nochmal, die zwei Übersteiger zieht danach im, dann einfach ohne großartig irgendwie Leistung zu erzielen, zu erbringen, haut er dann da so einen ganz easy, leicht, schön getroffenen Schuss einfach unten rechts in die Ecke. Und so muss das sein. Kommen wir noch kurz zurück zu den Namen. So, beispielsweise Husek oder wie er jetzt auch immer heißt, der gerade den Ball hat, der die Flanke geschlagen hat. Das... Woher, wie gesagt, ich habe nicht mal Zeit dafür, die Sportschau zu gucken. Wie gesagt, ich habe ja nicht mal Zeit, normalerweise wirklich viele Let's Plays zu machen. Wenn ich selber dann mal Fußball gucke, dann ist es meistens über einen Livestream im Internet, wo dann die meisten Namen Englisch ausgesprochen werden. Und die bleiben dann auch, ne, ein bisschen mehr bei mir im Kopf hängen. Und wenn ich dann Jaconen, ne, Englisch betone, dann liegt es ja nicht daran, dass ich irgendwie in der Nacht auf dem Brett geschlafen habe oder so ein Kram oder was weiß ich, irgendetwas anderes getätigt habe, sondern einfach ganz stumpf daran, dass bei mir halt mehr oder weniger die englischen Namen drin sind und da normalerweise von den Streams her konferenztechnisch dann mal für die Bundesliga, wo mich die Bundesliga selber ja nicht so ganz interessiert, außer eben die HSV-Spiele, gucke ich halt auch mehr die anderen Ligen, wo ich auch, glaube ich, namenstechnisch wesentlich mehr up-to-date bin als irgendein Kram hier, diesen Lusek oder wie der auch immer heißen mag. Ich weiß, wie soll ich das komische, die Tanne, die da auf seinem S steht, dann bitte aussprechen? Woher soll ich das denn wissen, ne, wenn ich zuvor noch nie was von dem Typen gehört habe? Und wenn ihr damit ein großes Problem habt oder so, was soll ich denn machen? Ich kann mich da nicht stundenlang hinterklemmen oder so ein Kram. Ihr könnt es auch einfach akzeptieren und dann ist alles in Ordnung. Oder nicht? Also, wenn ich... Ich will ja nicht Kommentator oder so ein Kram werden. Ich habe auch gar nicht so die Lust und schon gar nicht die Zeit, mir da jetzt jeden einzelnen Namen in der Bundesliga anzugucken, um da dann am Ende jeden Namen richtig auszusprechen. Und selbst dann kommt noch einer an, ganz ehrlich. Den und den sprichst du falsch aus. Ja, ich habe doch bei Sky geguckt. Ja, der Typ von Sky hat keine Ahnung. Es, was soll man da machen? Also wie gesagt, da sind an die Hände gebunden. Und ich kann nicht mehr dazu sagen, außer dass ich den Namen so interpretieren kann, wie ich ihn das erste Mal lese oder dann das Gefühl habe, wie er heißt. Das könnt ihr akzeptieren oder ihr lasst es halt sein. Und ja, das hat ja nichts mit Flame zu tun. Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben, wie er ausgesprochen wird. Und dann ist das auch alles gar kein Problem. Dann nehme ich das auf, bedanke mich dafür und dann mache ich es beim nächsten Mal besser. Aber ich kann dann halt in dem Part selber nichts mehr ändern. Der ist hochgeladen. Was soll ich dann machen? Ne, ist halt genauso, wie das beim ersten Karrieremodus-Part immer noch Leute kritisieren, dass ich da jede Nachricht vorlese. Was ich auch nur da getan habe und dann am Ende als Option gesagt habe, hey, wenn ich nicht mehr alles vorlese, schreibt es bitte in die Kommentare. Und da Leute dann das halt hinschreiben, weil sie denken, dass ich da noch irgendwas dran ändern kann. Und ja, ist halt ein bisschen schleierhaft, aber ist ja auch völlig in Ordnung. Also wie gesagt, wenn man halt weiß, wie der Name ausgesprochen wird, heißt oder sonst irgendetwas, kann man das ja ruhig preisgeben. Aber solange man das nicht vorwurfsmäßig macht, sondern einfach als reine konstruktive Kritik äußert, ist doch alles in Ordnung. Dann sind wir doch letztendlich alle glücklich. Ich habe dann mein, ja, Sprach- oder mein Wortschatz um ein paar schöne, nette Namen erweitert. Und dann haben wir das doch auch geklärt. Dann ist doch alles in Ordnung. Na, jetzt hier, komm, erstmal S-Wein. S-Wein wieder mit einer schönen Drehung. S-Wein wieder am Ball auf Lukaku. Lukaku, ach, schade. Coyote auf S-Wein. S-Wein muss jetzt hoch auf Van der Vaart spielen. Ah, schade. Dennis Aogo flankt rein auf Lukaku. Ah, komm schon. Auf Lukaku, das kann er besser. Da bin ich auch ein Stückchen zu weit mit ihm nach vorne gelaufen. Aber ganz ehrlich, wir führen 2-0. Ich brauche mich nicht großartig beschweren. Pinola, den anderen Namen da unten kann ich in der Zwischenzeit gar nicht lesen. Also das Problem ist, wenn man dann spielt, selbst die Namen der Mannschaft vorher noch nicht gesehen hat, ich selber spielen muss, verteidigen muss und nebenbei probiere noch auf die Namen zu achten und dann noch kommentieren muss. Ne? Das sind so viele Dinge, die ineinander greifen.
Was echt ziemlich, ziemlich krass ist. Aber egal, ich will mich auch gar nicht rechtfertigen oder so ein Kram. Einfach nur, dass ihr vielleicht einen Einblick davon erhaltet, warum es sein kann, dass man Namen falsch ausspricht oder es selbst zufälligerweise mal sein kann, dass man Namen falsch ausspricht. Mark kommt rein für Husek. Anders kann ich mir den Namen jetzt nicht erklären. Husek. Und von dem her, sei es drum. So, Ball wieder auf Esswein. Ach, schade. Nicht, dass er sich hier noch verletzt. Da muss man ganz, ganz stark aufpassen. Runter, wieder Van der Vaart auf Esswein, Esswein, Esswein mit seinem dritten Tor. Hattrick, dieser Junge, 73. Minute. Och, das kann doch nicht sein. Was ist denn heute mit dem los? Höhenflug, Höhenflug, meine Freunde. Guckt euch das an. Wie viele hätten den bitte reingemacht? Das ist, alter Falter, fast niemand. Das ist ganz, ganz krass. Da würde ich Esswein jetzt aber auch mal runternehmen, um ehrlich zu sein. Einfach... um ihn ein bisschen zu... Obwohl, nee, das geht noch, die sind gelb, das ist okay. Genauso, was auch kritisiert wurde, dass es blöd war, dass ich so viele Spieler verliehen habe, da ich in der Champions League wahrscheinlich viel wechseln muss, wegen der Fitness, der Form, etc. Also, ich bin da relativ offen und ehrlich. Wenn es um Konditionsprobleme geht, bin ich eigentlich relativ guter Dinge. Ich meine, wir haben sehr, sehr viele Mittelfeldspieler, die wir auswechseln können. Wir haben immer noch Bardet, halt Leitner und noch ein paar andere im Gepäck. Dann, wenn ich auf der Bank noch einen Innenverteidiger tue, wie Menschen, und für den Sturm haben wir dann Lukaku oder Son, je nachdem, wer da halt auf der Bank sitzt, sehe ich da einfach mal überhaupt kein Problem, warum wir konditionstechnische Probleme erhalten sollten. Denn, um ehrlich zu sein, ah, schade. Packard... 3:1 in 78. Minute, verdammt. Keine Chance für René Arthur, da darf man keinen Vorwurf machen. Aber eben leider jetzt nicht mehr ohne Gegentor in der Saison, ne? Jedenfalls, wo waren wir stehen geblieben? Kiyotake. Ah, jetzt konnte ich den Namen auch mal lesen. Das wurde mal ein bisschen länger eingeblendet. Gut, aber... er wird jetzt eher ausgewechselt für einen Gang... was? Gangkam? Gangkam? Keine Ahnung. NG. Was für eine Scheißkombination. Gibt es deutsche Wörter, die mit NG anfangen? Nee, oder? NG? Nee, gibt's. Ja, wenn einer jetzt im Ernst ein deutsches Wort weiß, das interessiert mich jetzt. Ein deutsches Wort, was mit NG anfängt. Also was kein Eigenname ist von einem Produkt oder so ein Kram, sondern einfach ein richtiges Wort, was man benutzen kann. Bitte in die Kommentare posten, das würde mich interessieren, falls einem da spontan was einfällt. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber sei es drum. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben war, bin, wie auch immer. Stimmt, bei der Ausdauer. Und wenn wir halt die Bank dementsprechend besetzen, heißt, wir haben zwei Mittelfeldspieler dabei, ein Innenverteidiger, noch ein, sage ich mal, Allround-Spieler, den man vielleicht auch mal als rechten Verteidiger einsetzen kann. Oder eben, ich würde sagen, ein Innenverteidiger, ein Außenverteidiger, rechts oder links sei dahingestellt. Dann halt zwei Mittelfeldspieler und ein Stürmer, dann haben wir doch eine perfekte Bank. Also sehe ich gar kein Problem, ganz im Ernst. Also, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich da jetzt auch einfach nur das falsche Bild drüber. Komm. Lange Flanke. Oh, Esslein sitzt noch am Boden. Bitte nicht, ganz im Ernst, das muss nicht sein. Nochmal Auswechslung findet statt. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, wir haben die Zahlen 7 und 10 jetzt gesehen. Feulner geht runter. Oder nee, kommt rein und Gepard geht runter. Gepard, finde ich, ist ein cooler Name. Ich würde ihn einfach mal Gepard nennen. Also, ne, Tier. Und Leitner, das war gar nichts. Leider, Leitner war das nichts. Das ist ja eh schon 90. Minute, ist das Ding hier schon, ne, fast gelaufen, hat sich fast gegessen, sagen wir mal. Ich denke mal, hier wird jetzt nichts Neues mehr passieren, schon gar nicht mit zwei Gegentore, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber, ja, man muss es jetzt hier aber auch nicht mehr drauf anlegen, um ehrlich zu sein. Aber schöne Parade von René Adler, ist doch klar. Feuner, frisch eingewechselt, bringt jetzt nochmal ein bisschen Wind in die Bude. Torwart ist sogar mit vorne, von Nürnberg, mal sehen. Kouyaté rettet wieder alles, der Typ. Ah, gut, jetzt fällt er hier um. Oh, der ganz Kleine. Wer ist denn der ganz Kleine da von uns?
Ist das Jiracek? Ist Jiracek so klein? Ich weiß das gar nicht. Ja, wir haben 3-1 gewonnen. Es war natürlich Spieler des Tages. Wird auch momentan definitiv, die Torschützenliste anführen, hundertprozentig. Weil die haben sogar mehr Schüsse aufs Tor als wir, aber wir haben halt Esswein, ne? Was soll man machen? Jesse Rodriguez, glücklich beim Hamburger SV. Das interessiert mich jetzt. Jesse Rodriguez meinte, es sei eine reine Freude, mit Hahn zu arbeiten. Es macht riesig Spaß, für diesen Club zu spielen und für einen Trainer, der Vertrauen in Fähigkeiten hat und mich regelmäßig aufstellt, sagt er. Es wäre sehr schwierig für mich, nur auf der Bank zu sitzen und den Jungs zuzusehen. Ich hoffe, es läuft weiter so gut für mich, lacht er. Ich muss einfach meine gute Form halten und darauf vertrauen, dass der Trainer auf mich baut. Danke, dass ich so oft in der ersten Mannschaft spielen darf. Ich werde mein Bestes geben, Trainer. Das freut mich. Sowas hört man gerne. Da seht ihr mal, was der Hahn für ein Trainer ist. Das ist doch, ja, ich weiß auch nicht, richtig, richtig geil. Gucken wir mal, wer sich noch ein bisschen verbessert hat. Koyate hat schon mal einen rausgehauen. Aogo auch. Dulofeu ist auch schon um 1 gestiegen. Sehr geil. Rodriguez leider noch nicht. Van der Vaart weiter um 1. Und Lukaku, wie geil. Esswein auch schon wieder um 2. Krass, Bardet um 1. Leitner noch gar nicht. Heftige Tüte. Also richtig, richtig krass. Naja, ich werde jetzt speichern und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich bin euer Hahn.